Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen eine PS3 gefunden für 15 Euro VB. Die soll defekt sein. Ich habe nachgefragt, wie sich der Defekt denn äußert. Er sagt einfach nur stumpf, Laufwerksfehler. Das ist ganz oft so, wenn da Sachen irgendwie billig verkauft werden und ich denke, vielleicht kriege ich sie ja für 10, müssen wir mal gucken. Da hat man für die Konsole nicht mehr allzu viel übrig. Ich schätze auch nicht, dass da, weil das irgendwie der Super Slim Modell ist, eine Festplatte drin ist, aber die 12 GB interner Speicher, die könnten ja wohl ausreichen oder so. Und ich wollte so ein Teil immer schon mal von innen sehen. Kann gut sein, dass ich da mal ein Video drüber gesehen habe, aber ich habe selber auch eine PS3 Super Slim. Aber das ist eigentlich eher die Netflix-Maschine zum Einschlafen. Also gut, das Teil befindet sich in Lotte, das ist kurz vor Osnabrück. Es ist wundervolles Wetter, nicht so gut wie gestern, aber natürlich fahren wir mit dem Cabrio. Und dann bin ich mal gespannt, was mich dort erwartet. Bis gleich. So, dann habe ich den Wagen mal eben umgeparkt, weil ich gerade auf dem Grundstück stand. Das ist hier so ein Parkplatz. Ja, da ist das Teil drin. Ich habe doch 15 Euro bezahlt, aber für einen 10er noch einen originalen PS3-Controller dazu gekriegt. Passt ja wohl. Dann müssen wir mal schauen. Da gab es auf jeden Fall noch diesen USB-Hub. Ich glaube, den könnte ich brauchen. Weiß aber noch nicht. 30 Euro, naja. Wir fragen mal. So, das haben wir auch, den Hub hier, 20 dafür habe ich bezahlt. Ich habe vor kurzem einen Hub gekauft, der sollte ein USB 3 Hub sein, aber da hat nur zufällig mal einer von den Anschlüssen als USB 3 fungiert und der Rest war ein generischer USB 2.1 Hub. Davon habe ich zwei, also die sehen verschiedenartig aus, aber der hier scheint dann doch in Ordnung zu sein. 30 VB wollte er haben und der war gerade gar nicht zu Hause gewesen. Aber da hat er seinen Vater vorgeschickt oder irgendjemand war da gewesen, keine Ahnung. Ja, würde ich sagen, können wir den Kram hier auch wieder mit reinräumen. Und dann geht's zurück. Und es ist verdammt schwül heute. Aber wenn man schnell fährt und alle Scheiben unten sind, dann ist das ganz angenehm eigentlich. Eigentlich bin ich nur deswegen losgefahren, weil, ja. Bis gleich. Jo, richtig geiles Wetter auf jeden Fall. Gerade in Osnabrück, in der suburbanen Gegend, so am Stadtrand, da war auch noch Stau gewesen, weil einfach viel unterwegs war und weiß nicht, da waren noch zwei Busse vor und hinten und ich habe in solchen Momenten immer ein bisschen Schiss, dass mir der Wagen verreckt oder so. Ich meine, ab und zu geht dann ja immer noch Belüftung an oder so und ich habe auch gesagt, nee, Klimaanlage mache ich nicht an, bringt der nächste, rieche ich ein bisschen kalte Luft ins Gesicht und mehr auch nicht. Und obwohl eigentlich, wenn die Klimaanlage an ist, läuft der Lüftermotor vorne durchgehend, wenn man steht. Also wäre das eigentlich besser gewesen. Den USB-Hub habe ich hier schon mal hingelegt und er scheint auch zu funktionieren, wenn ich jetzt ein Gerät anschließe und wir dann im USB-Device-Tree-Viewer schauen. So, macht sich hier was auf und wir sind beim USB 3.0-Hub und dann haben wir noch einen generischen Hochgeschwindigkeits-Hub. USB Version 3.2 steht hier, das ist schon mal gut. Und das Gerät an sich, USB 3.0, das wollte ich haben. Dann werde ich mir das hier mal einverleiben. Super lecker, aber auch eigentlich, glaube ich, das teuerste nicht-alkoholische, was man kaufen kann. Bis auf Fiji-Wasser, aber super lecker. Aber wir sind ja eigentlich wegen was ganz anderem hier, nämlich wegen dieser PlayStation hier. Der Controller ist ein etwas älterer, Six Axis, aber mir ist das egal, ich brauche keine Vibrationsfunktion. Da ist ein GameStop-Aufkleber drauf, das ist das Geschäft, wo ich immer drin geguckt habe, aber glaube ich nie was gekauft habe. Glaube ich mal ein Spiel für einen Euro oder so, aber ansonsten, naja. Festplatte ist hier drin, so wie es aussieht. Müssen wir gucken. Angeschlossen ist sie. Ja, ich höre die Festplatte schon. Nun, sie ist hochgefahren, allerdings wurde sie beim letzten Verwenden unsachgemäß ausgeschaltet. Speicherdaten, Dienstprogramm, was wurde dann gespielt? Dark Souls, The Last of Us, Heavy Rain, Hitman, Assassin's Creed. Ja, ist doch eine schöne Sammlung. Und ein Quantum Trost, ja. 2008,
Also ja, einfach mal ausprobiert. Gut. Ist noch jemand angemeldet? Nee, zum Glück nicht. Dann schauen wir mal, wie groß die Platte ist. Ich höre die Festplatte die ganze Zeit so. 500 GB. Die Festplatte macht sehr kuriose Geräusche. Ja gut, dann spiel rein, gucken, was er macht oder was er auch nicht macht. So, dann nehmen wir mal Heavy Rain. Da ist ja schon was drauf an Daten. Nix. Gar nix. Dann nehmen wir mal eine DVD und gucken, ob er da irgendetwas tut. Oder irgendwas dreht oder so. Duck, 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 duck. Und zu guter Letzt eine Audio-CD. Also ich glaube, der fängt gar nicht erst an zu drehen. Also eigentlich müsste er das ja tun. Aber ich weiß eben nicht, ob er das Teil zurückdrückt. Der muss das Teil doch drehen, um zu gucken, ob da irgendwas drauf ist. Vielleicht ist der Motor kaputt. Habe ich zwar noch nie gesehen, dass die Teile kaputt gehen. Aber ich habe jetzt drei verschiedene CD-Typen getestet. Audio-CD, DVD und Blu-ray. Weil eine Audio-CD oder der Laser für eine Audio-CD hat eine andere Wellenlänge als die einer DVD. Und wiederum Blu-ray ist auch was anderes. Und ich würde behaupten, aus diesem Grund haben wir dort auch zwei Linsen drauf. Ne, siehst du hier? Ein bisschen Linsensuppe. Gut. Ja, dann komme ich ja doch noch dazu, das Teil mal zu zerlegen. Weil ich das vorher bei diesem Modell noch nicht tun musste. Die laufen nämlich eigentlich wohl, glaube ich. Da würde ich mal ganz stark behaupten, dass der Laser kaputt ist. Vielleicht ist auch irgendwas mit dem Kabel, vielleicht mal runtergefallen oder rausgefallen, irgendwie sowas. Also das Kabel an sich kann eigentlich nicht sein, aber gibt ja genug Kuriositäten hier bei mir. Ich habe das Teil ja auch selber. Ich hole das mal eben, ist allerdings woanders. Und dann schauen wir danach, wie sich der Laser verhält. So, das ging schnell. Auch wenn es eigentlich von vornherein klar war. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass ihr auch was sehen könnt. Dann leuchtet das auf jeden Fall kurz. Und auch nicht stark. Aber er dreht die CD dann auch an der Stelle nicht. Ja, das ist auf jeden Fall der Laser. Ich zerlege das Teil nochmal kurz. Aber vorher hole ich mir noch was zu trinken. Nein, das kann doch jetzt wirklich nicht dein Ernst sein, oder? Hier hängt ein Kabel daneben. Gerade gesehen beim Saubermachen. Das hatten wir doch schon mal gehabt, oder? Was war denn da? Da hat auch irgendwie ein Kabel, genau, das Antennenkabel hat gefehlt. Packen wir das mal wieder rein. So, ich will euch das aber trotzdem zeigen hier. Mal kurz hier vorbei. Du musst wieder hoch. So. Wieder rein. Und dann nochmal eben anschließen und gucken, was er jetzt sagt, wenn man da eine CD reinpackt. Ja, ich glaube, das sollte man sehen können. Habt ihr gesehen? Da leuchtet was Blaues. Ja, das war es gewesen. Also, immer besser nachgucken. Ich war kurz davor gewesen, einfach einen Laser zu bestellen. Ist aber laut, das Ding, ne? Beziehungsweise das Laufwerk, nicht der Lüfter an sich. Ich habe jetzt mal eben eine Runde gespielt, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Das Teil wird nicht laut. Also,
Ja, Wärmeleitpaste wäre auf jeden Fall noch gut, aber das Teil funktioniert so an sich. Mich interessiert aber trotzdem, wie das Teil aussieht, deswegen baue ich das nochmal eben ein Stück weiter auseinander. Wärmeleitpaste kann man dann ja auch wechseln, wenn man gerade schon mal dabei ist. Aber dann sind wir fertig. Es begab sich übrigens mal eines Nachts ein Ereignis, da kann ich mich jetzt immer noch dran erinnern. Da hatte ich Heavy Rain gerade frisch gekauft, auf dem Trödelmarkt für 15 Euro oder so. Ich glaube, das war nicht am selben Tag. In dem Spiel gibt es ja viel Regen und zu dem Zeitpunkt hat es auch draußen ziemlich stark geregnet und auf einmal war der Strom weg. Also nachgeguckt zum Sicherungskasten und irgendwie habe ich dann herausgefunden, ja, das waren die Außenleuchten gewesen. Da ist tatsächlich, naja, ein bisschen Wasser reingelaufen in eine der Außenleuchten und da hat viele Stromschutzschalter oder so ausgelöst aufgrund des Heavy Rains. Und das war auch 2014 oder so gewesen. Da waren meine Eltern auch noch nicht getrennt. Komische Zeit. Sauber, würde ich sagen, ne? Ich habe übrigens gemerkt, die Kamera ist irgendwie abgeschmiert oder ausgegangen oder nicht angewiesen. Die hat vorhin schon Probleme gemacht. Das habe ich auch immer mal wieder, dass das Teil abschmiert. Dann musst du den Akku eben einmal rausnehmen. Ist, glaube ich, die GoPro 8. GoPro 9 ist neuer, aber ich hoffe jetzt mal, dass das, was du aufgenommen hast, zumindest halbwegs brauchbar ist, weil ich da ja ein bisschen dran saß. Naja, demnächst wird es irgendwann nochmal ein Video zu dieser PS3 Super Slim geben. Das ist meine. Die muss auch sauber gemacht werden, aber da werde ich dann ein bisschen genauer ins Detail gehen. Jetzt habe ich ja das erste Mal hier so ein Teil gehabt und ne, beim Auseinanderbauen das erste Mal eine Anleitung direkt machen, ist ein bisschen schwierig. Ich könnte mir zwar jetzt ein anderes Video angeschaut haben, aber die besten Erfahrungen macht man, glaube ich, immer selber. Jo, dann kannst du aus. Und dann war's das. Ich befinde mich jetzt wieder in der Bredouille, keine passende Überleitung zu finden. Man kann natürlich immer sagen, ja, das ist so, aber ich will nicht mal ja sagen. Und das ist mir beim Schnitt aufgefallen. Ich sage ganz oft, ja, jetzt habe ich das gemacht, dann das, dann das. Da muss es doch noch mehr geben, oder? Anschließend, was wollte ich jetzt sagen? Mir gefällt dieses Video irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das gestern so geschnitten und dann dachte ich, ja, typisches Technik-Keller-Video. Den Zeitraffer, den habe ich mit Motion Blur übrigens ein wenig bearbeitet und die Windschutzscheibe etwas unscharf gemacht, damit man die Nummernschilder nicht sieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann, ey Philipp, mach mal deine Scheibe sauber oder so. Ja, die Scheibe ist sauber, nur darf es ja keine Nummernschilder zeigen. Und man kennt ja, glaube ich, eure Videos vernünftig. Der hat da schon eine Abmahnung für gekriegt und die 1000 Euro, die man da bezahlen muss, oder 900. Nur für so einen Zeitraffer, die möchte ich mir gerne sparen. Ich kann mir wirklich nicht erklären, wieso der Stecker hier gefehlt hat. Allerdings wurde das Teil schon einmal vorher zerlegt, siehst du daran. Hier an der Stelle sind noch so Rückstände, da war mal ein Garantieaufkleber dran. Und da unten drunter auch noch so eine Plastikabdeckung. Vielleicht wurde ja das Laufwerk getauscht oder das Netzteil. Oder man wusste nicht, wie man an die Festplatte rankommt oder. Oder man wollte sie mal sauber machen, aber die war voll schmutzig. Aber kann auch gut sein, dass man vor mehreren Jahren mal die Wärmeleitpaste hier ersetzt hat. Oh, die knarzt. Also, die kommt mir nicht so qualitativ hochwertig vor wie die Konsolen davor. Aber hier, dass du da selber die CD einlegen musst, das ist so, gibt ja manche Autos, da drückst du einen Knopf, dann geht dann der Kofferraum auf. Und hier musst du den Kofferraum selber aufmachen, als ganz kuriosen Vergleich mal. Kommt ein bisschen billig rüber, aber ist ja egal, solange das Teil funktioniert. Ich schätze mal, ein üblicher Preis dafür sind 50, 60 Euro mit der Platte, mit einem Controller. Vielleicht auch mehr, ich muss mal nachschauen, ich habe die Preise davon nicht immer im Kopf. Auch für die Leute, die sich beschweren, dass ich kuriose Preisvorstellungen hatte. Ja, wenn ich gestern eine Konsole für den Preis gesehen habe, dann habe ich den Preis erstmal im Kopf. Was ist eigentlich schlimmer? Zu meckern, weil man etwas zu meckern hat oder zu meckern, weil jemand anderes etwas zu meckern hat? Vor allem bei so Sachen, wo es überhaupt nichts zu meckern gibt. Ne? Wenn ich irgendwas für 50 Euro verkaufe, dann ist das so. Ich meine, man ist ja nicht gezwungen, das zu kaufen. Ich bin ja kein Staatsverein hier oder sowas.
Und wenn jemand anderes was zu meckern hat, ne? Da ist das ja nicht mein Problem, sondern das von jemand anderem. Also warum versucht man das Problem von jemand anderem zu meinem zu machen? Verstehe das nicht. Hier an einem von diesen etwas glänzenderen Teilen ist übrigens ein Plastikteil von Anfang an abgebrochen gewesen. Das habe ich mit Sekundenkleber festgeklebt. Und wenn man mal beim Action oder so ist, kann man ja Sekundenkleber in diesen kleinen Tuben kaufen. Das habe ich aber mittlerweile aufgegeben. Weil das Problem bei den Dingern ist, da kannst du einmal benutzen, legst es weg und beim nächsten Mal, weiß ich nicht, ist das Ding komplett zugeklebt, kannst du wegschmeißen oder so. Und wenn man nicht aufpasst, hat man es dann an den Fingern. Ich bin da mal losgegangen und habe mir hier sowas Teureres mal besorgt, irgendwie für 15 Euro. Einmal der Kleber an sich mit irgendeinem Granulat. Und das Granulat habe ich hier das erste Mal benutzt. Ist auf jeden Fall besser. Also wenn man vorhat, öfter mal Sachen zu kleben, besorgt dir irgendwie sowas. Ich glaube, da hast du mehr von letzten Endes. Mehr habe ich aber eigentlich nicht zu sagen. Das Teil läuft jetzt. Easy peasy fix. Auch schon als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich mir so gedacht, ja, ist das jetzt wieder so ein easy peasy fix oder muss ich dafür tatsächlich irgendwas besorgen? Ich weiß gerade gar nicht, was ein Laser dafür kostet. Ich schaue mal eben, aber ich schätze mal um die 20 Euro. Es gibt einmal die Lasereinheit mit dem Motor an sich für 17,95. Dann gibt es noch den Laser einzeln für 30 Euro. Und wenn dann so ein üblicher Preis dafür, sage ich jetzt mal 60 Euro sind, dann ja, hast du gerade dein Geld damit wiedergekriegt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Besser als wenn das Teil im Müll landet. Auch wenn die PS3 alt ist. Ich benutze das Teil selten zum Spielen, aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, eine ganze Menge zu spielen. Ja gut, dann in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, bin gespannt, was ihr sagt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.